Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich so ein Dino World Ei mit Slime und Figur. Ja, also es sieht ziemlich cool aus. Es ist auch so ein bisschen, man sieht hier so grün drinnen. Das ist wahrscheinlich der Schleim. Der Slime. Ja, und da ist dann noch so eine Dinosaurierfigur drinnen. Schleimknete. Was steht denn hier noch drin? Achtung, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, Kleinteile. Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren. Gut aufbewahren. Ja. Er hat 4 € gekostet. Und ich bin mal sehr gespannt, was hier jetzt drinnen ist. Also, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, der kann irgendwie auch so. Der leuchtet im Dunkeln oder sowas. So, ich weiß es nicht. Ja, kriege ich das jetzt hier runter? Oh, okay. So geht's auch. Okay. Oh, da klebt noch ein bisschen was. Ja, da ist jetzt ein bisschen was umgeblieben, aber das ist egal. Kriegen wir das hier runter? Wow, wenn ich hier so drauf hau, dann es vibriert irgendwie so komisch. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Okay, das hier geht auch nicht ganz runter. Oh, seht ihr das? Ist so. Ich weiß nicht, so irgendwie. Das sieht aus wie ein Sticker, okay, kriegen wir das jetzt runter? Ja, ich glaube nicht, dass wir das runterkriegen. Ein bisschen hart hier. Hier kann man dann aufmachen. Ja, alles klar. So kriegen wir das noch nicht auf. Ich versuche das gerade mal aufzubringen. Irgendwie. Ja, ich habe es jetzt hier so auf der Seite ein bisschen aufgemacht mit dem Fingernagel. Ich schau mal, ob es gerade aufgeht. Es sollte gehen. Ja, es bewegt sich. Oh, oh mein Gott. Gott. Okay. Wow, das ist richtig hart. Oh mein Gott. Seht ihr das? Okay. Wow. Ich nehme mal das raus. Okay, also ist mal hier ein bisschen abgerissen. Ich wollte noch sagen, das hat es auch in einer anderen Farbe gegeben. Wow. Okay, hier ist mal der Dino. Ah, der ist auch so gummiartig. In so ein grünes Ei. Da war wahrscheinlich der Schleim anders. Das kriege ich ein bisschen schwer raus. Das ist ein komischer Schleim, also überhaupt nicht flüssig. Okay. Oh. Fühlt sich irgendwie total komisch an. Irgendwie so. Der ist überhaupt nicht flüssig. Und der reißt auch ziemlich stark, aber ziemlich interessant mal. Finde ich aber cool, muss ich sagen. Hier ist dann auch noch einer drinnen. Ja, denn wir kommen dann schlecht raus.
Okay. Wow. Ah, die Farbe finde ich sehr schön. Auch so ein richtiges, so richtig schönes Grün, muss ich sagen. Ist ganz leicht und feucht so hier. Aber er klebt jetzt eigentlich auch nicht dran, überhaupt nicht. Ja. Also, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist das so eine Leuchtkugel? Damit das leuchtet. Ich will es nicht kaputt machen. Ich muss mal raus. Ich habe echt keine Ahnung. Ist ziemlich schwer. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Seht ihr das? Wow, das ist ja der Hammer. Ich gebe das hier mal in den Schleim rein. Das habe ich gar nicht gewusst. Oh mein Gott. Okay. Wow. Ich dachte einfach nur, das wäre ein Schleim mit Figur und ja, fertig. Aber das ist ja klasse. Oh mein Gott. Wow. Das ist sowas, hatte ich wirklich noch nie. Ich gebe es mal ins Ei rein, weil vielleicht. Okay, ich muss wieder anschalten. Oh, jetzt kriege ich es wieder schwer raus. Okay, schnell ins Ei rein. Dann leuchtet hier das Ei auch so. Wow. Das ist mega. Wirklich cool. Ich kann es nur weiterempfehlen. Wirklich. Figur ist auch ganz cool. Hier beim Bauch ist es ziemlich hart und hier kann man es so umdrehen. Also ich bin baff, ehrlich gesagt. Wirklich super. Das einzige Blöde ist, man bekommt das ziemlich schwer raus, weil das ist so bröselig dann. Und dann bekommt man das ziemlich schlecht raus und hier, das reißt einfach ab. Aber sonst mega. Wirklich. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, finde ich cool. Ich habe mich schon gewundert, hä? Das ist bestimmt so eine Lampe. Wie kann ich die jetzt anschalten? Die meisten muss man ja auf den Boden schmeißen. Oder halt so auf die Hand, damit sie angeht. So wie eine Disco-Kugel. Aber echt cool. Also mir gefällt's. Jo, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!